Die Zugspitze. Bei Mark Ritter wird sie zum Albtraum in seinem neuen Buch Kreuzzug. An einem Wintertag greifen Terroristen an und haben mit einem Schlag 5000 Geiseln in der Gewalt. Die Zugspitze ist natürlich mein Heimatberg, der Traumberg meiner Jugend. Trotzdem tue ich ihr Böses an, weil sie natürlich sich so gut dazu eignet für einen Terroranschlag in meinen Augen oder in den kranken Hirn eines Thriller-Autors. Der Plan, alle Bahnen lahmzulegen, geht auf. Die Attentäter sprengen den Zahnradbahntunnel, dann die Tiroler Seilbahn. Er drückte den Knopf. Es dauerte eine endlose Sekunde, bis er die vier kleinen Blitze und die zugehörigen Rauchwölkchen sah. Die Stütze erbebte. Sie blieb zunächst für einige Momente stehen, als wäre nichts weiter geschehen. Der Schall der Detonationen erreichte Abdallah. Dann, als ob die Stahlkonstruktion erst gewahr werden musste, dass sie die feste Verbindung mit ihrem Betonsockel verloren hatte, neigte sie sich unter dem Druck des Tragseiles und dem Gewicht der heranfahrenden Gondel langsam nach links. Dass Massen von Menschen auf Deutschlands höchsten Berg festsitzen, ist den Behörden im Buch schnell klar. Nur wären sie in der Realität darauf vorbereitet? In der Kriseneinsatzzentrale des Landratsamtes laufen alle Drähte zusammen. Und dann? Spezielle Evakuierungspläne für die Zugspitze gibt es nicht. Wir haben aber generelle Evakuierungspläne für den gesamten Landkreis. Der bezieht sich aber eher quasi auf die Tallagen. Es gibt aber sogenannte Notfallpläne von der Bayerischen Zugspitzbahn. Die liegen auch hier im Amt bereit. Die sind aber eher gedacht für Bergungen quasi aus den Seilbahnen. Die Behörden haben also nicht jedes erdenkliche Krisenszenario durchgespielt. Dafür ist ihre Vorgehensweise im Ernstfall genau festgelegt. Erstmal muss der Krisenstab per Funk, Radio, Telefon und Internet Informationen sammeln und Fachleute organisieren. Wir würden uns also externe Berater zuziehen und würden uns so also quasi zusätzliche Informationen verschaffen, um dann eben auch an Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Aber die Zugspitze wäre schon so ein schwieriger Fall, oder? Ja, durchaus. In seinem Buch setzt Mark Ritter immer eins obendrauf. Die Behörden haben das Handynetz stillgelegt, um die Zündung weiterer Sprengsätze zu verhindern. Der Terrortrupp blockiert den Flugverkehr. Die Versorgung ist unmöglich. Die Menschen auf der Zugspitze richteten sich auf eine ungemütliche Nacht ein. Niemand würde erfrieren. Keiner würde verhungern oder verdursten müssen. Vorerst. Die Kapazitäten des Selbstbedienungsrestaurants Son Alpin, der leergeräumten Pistenraupengaragen und der beiden Gipfelstationen reichten für die gut 5000 Menschen aus. Und Markus Denningers Männer hatten zusammen mit den Bergwachtlern und Zugspitzbahnern an allen Ecken Streit zu schlichten. Auch in der Realität müssten sich die Menschen teilen, was die Zugspitzrestaurants auf Lager haben, bis zur Evakuierung. Doch die Abstiegsmöglichkeiten sind besonders im Winter äußerst anspruchsvoll und nicht für jeden zu meistern. Auch der Einsatz von Pistenraupen oder Skidus ist wegen der Steilheit und der Lawinengefahr kompliziert. Die größten Probleme wäre wahrscheinlich tatsächlich, wie man die Leute dort runterbekommt, gerade im Winter. Im Sommer wäre die Abstiegsmöglichkeit natürlich einfacher. Aber im Winter wird es wirklich schwierig. Wie ein Puzzlespiel ist die Suche nach einer Lösung, im Ernstfall wie im Buch. Dass wie im Kreuzzug alle drei Bahnen auf die Zugspitze gleichzeitig ausfallen, sei unwahrscheinlich, sagen Fachleute. Sehr geehrte Fahrgäste, Ladies and Gentlemen, es tut uns sehr leid, dass wir anhalten mussten. Aber es wurde offenbar eine Notbremsung ausgelöst. Die Durchsage wurde von einem trommelfellzerreißenden Knall hinter dem Zug unterbrochen. Der 500-Seiten-Thriller führt bis tief in die Höhlen der Zugspitze hinein. Das Ende völlig unerwartet. Da wäre auch der Krisenstab nicht draufgekommen.